Und los geht's. Ich benutze das Wonderful Words Stempelset von Casual Fridays Stamps. Und pack das jetzt aus. Und nehme mir das ganz vorsichtig von der Trägerfolie runter, damit es nicht einreißt. Hier ist mein Papier. Wenn ich mit Clear Stamps arbeite, dann benutze ich immer so einen Schaumstoffteil drunter. Das ist so ein bisschen flexibel und weich, aber nicht zu weich. Ihr könnt ein Mauspad nehmen. Es erfüllt denselben Zweck. Es gibt nämlich schönere und sauberere Abdrücke. So, jetzt nehme ich mir meinen Clear Stamp auf. Also ich drücke den jetzt an meinen Acrylblock. Ich arbeite sehr gerne für diese Technik mit den Hero Arts Shadow Inks. Es mag sein, dass es auch mit anderen Stempelfarben funktioniert. Ihr müsst es mal ausprobieren. Ich habe einfach die und benutze die immer und das gefällt mir gut. Benutze diese drei Farben, Gelb, Pink und Orange. Und als erstes werde ich mal den gesamten Stempel mit der hellsten Farbe bedecken. Also komplett einfärben mit der gelben Farbe. Dann nehme ich mir ein Stück Schmierpapier und drücke das aber nur ganz vorsichtig und ganz leicht drauf ab. Nur um ein bisschen überschüssige Farbe wegzubekommen. Der Stempel ist immer noch gelb eingefärbt. Jetzt nehme ich die Pink und mache das ein bisschen so in der Mitte, nur ganz leicht hier und da drücken. Ja. Und als nächstes kommt jetzt die dunkelste Farbe, nämlich die Orange. Die werde ich jetzt nur so an den Rändern ein bisschen verteilen, links und rechts, oben, unten, so ganz vorsichtig. Und damit es jetzt nicht so fleckig aussieht, werde ich jetzt nochmal mit der hellsten Farbe, also mit der Gelb, einmal drauf tappen. Also es mag sein, ihr habt Angst, dass ihr euer Stempelkissen damit ruiniert. Ich übernehme auch keine Verantwortung. Allerdings habe ich das Problem wirklich noch nie gehabt und ich mache es immer so. Jetzt gehe ich nochmal in der Mitte so ein bisschen mit Pink rein. Und jetzt werde ich das mal stempeln. Gleichmäßig andrücken. Und fertig. Ganz einfach.